Guten Abend oder Kalispera, denn Griechenland wählt ein neues Parlament und in diesen Minuten wird ausgezählt. Laut Prognosen hat der konservative Amtsinhaber Mitsotakis die Wahl gewonnen. Der linke Tsipras kann wohl nicht aufholen. Wir schauen uns das an mit unserem Korrespondenten aus Athen. Zehntausende schwenken in der Republik Moldau europäische Fahnen für einen Beitritt zur EU. Ein klares Signal an Russland, sich nicht in die Politik der Ex-Sowjetrepublik einzumischen. Und natürlich ein Blick auf die Filmfestspiele in Cannes. Wir stellen Ihnen den neuesten Streich von Martin Scorsese vor, Killers of the Flower Moon. Wahlversprechen, mehr Geld hier und da, die gab es sogar heute noch, sowohl von den amtierenden Konservativen der Partei Nea Demokratia als auch von der linken Oppositionspartei Syriza. Alle sind froh, dass es der Wirtschaft besser geht. Die drohende Staatspleite 2009 und das stramme Sparprogramm, wir alle erinnern uns. Mitsotakis wird als alter und vielleicht also neuer Premier Griechenlands mehr Spielraum haben. Bevor wir diese Prognosen einordnen, erstmal der Wahltag von Andreas Trabusch. Die Wahllokale sind also längst zu. Laut Prognosen liegt Amtsinhaber Mitsotakis vorn mit mindestens 36%. Das wollen wir jetzt einordnen mit unserem Korrespondenten Eric de la Varenne, live zugeschaltet aus Athen. Guten Abend. Wie schätzen Sie diese ersten Zahlen ein? Sind, muss mitmachen. Und wenn es nicht funktioniert, dann gibt es am... Die Wahlbeteiligung war ja auch nicht so wahnsinnig stark. Mittags lag die gerade mal 31,5%. Was sagt uns das über die Situation und die Wahl in Griechenland heute? Wir wollen neue Gesichter sehen, neue politische Parteien und darauf müssen Sie noch warten. Ja, die gab es bei diesen Wahlen tatsächlich nicht. Vielen Dank. Es sei ein historischer Gipfel gewesen, so die Worte von Japans Premier Kishida, Gastgeber des G7-Gipfels. Präsident Zelensky sorgte vor Ort dafür, dass der Ukraine-Krieg eines der Hauptthemen war. Während die Lage in Bachmut unklar ist, ob die ukrainischen oder die russischen Soldaten die Oberhand haben, ist nicht ganz klar, ging es in Hiroshima um die Anschaffung von Kampfjets aus dem Westen. Von heute auf morgen ist eine solche Lieferung allerdings nicht drin. Alyonor Karia sagt uns mehr dazu. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine fühlt sich auch die Republik Moldau verstärkt von Moskau bedroht. Für den Kreml gehört die Ex-Sowjetrepublik ohnehin zum direkten Einflussgebiet. Dass Moldau zwischen Rumänien und der Ukraine liegt, macht das Ganze noch heikler. Und dann sind dann noch die Ambitionen, zur EU gehören zu wollen. Genau die waren in Chisinau heute deutlich erkennbar, wie Fred Toussaint berichtet. Mit einem Fuß steht Russland schon in der Republik Moldau. Das abtrünnige Transnistrien wird von prorussischen Separatisten gehalten. Auch militärische Einheiten aus Moskau sind stationiert und das schon seit 1990. Nur wenige Menschen überqueren die Grenze nach Transnistrien täglich. Unser Reporter Octavian Kummann hat eine Lehrerin getroffen, die auf der prorussischen Seite lebt und trotz aller Repression an ihrer Freiheit festhält. Der Wunsch nach Unabhängigkeit und Eigenstaatlichkeit, darum geht es heute in unserem Europa-Dossier. Seit dem 18. Jahrhundert gehört Grönland zu Dänemark. Seit 1979 ist es immerhin autonom. Doch das Land will sich Schritt für Schritt ganz ablösen. Wie realistisch das ist und was Kopenhagen davon hält, das schauen wir uns gleich an. Vorher aber ein Blick in Dänemarks Vergangenheit als Kolonialmacht. Während Grönland geopolitisch also immer bedeutender wird, feilt die riesige Insel im Nordatlantik weiter an ihrer Unabhängigkeit. Sogar ein Entwurf für eine Verfassung liegt schon auf dem Tisch, vorgestellt Ende April im grönländischen Regionalparlament. Welche Reaktion das bei der dänischen Regierung ausgelöst hat und warum ein eigener Staat für Grönland so wichtig ist, dazu die Reportage aus Kopenhagen von Antoine Mouteau und Alix Le Bourdon. Jetzt noch Kino, das die indigene Bevölkerung Südamerikas ins Licht setzt. Zwei Filme laufen dazu auf dem Filmfestival in Cannes. Der eine kommt vom argentinischen Regisseur Lisandro Alonso, ist sehr eigen und ein klares Statement gegen den Mainstream. Eureka heißt er und Sie werden sehen, er wandert zwischen Ort und Zeit. Und dann hat noch ein gewisser Martin Scorsese einen Film gedreht, The Killers of the Flower Moon. Olivera Tornau hat beide Filme gesehen. Und einer, der fürs Kino komponiert wie kein anderer, ist Hans Zimmer. In Frankfurt geboren, hat er mit seinem Talent Hollywood erobert und mit den größten FilmemacherInnen gearbeitet. Sein Porträt sehen Sie heute Abend um 22:25 Uhr oder sofort auf unserer Website arte.tv.
Morgen steht an dieser Stelle Nazan Göktemir. Ich sage bis ganz bald und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tre tre bel soirée. A bientôt.